Hallo und herzlich willkommen zurück zu Empyreon. Bei mir ist natürlich der beste Mitspieler, den man sich vorstellen kann, der Rainer. Hallo Rainer. Hi. Da kniet er sich für mich hin. Er verneigt sich vor mir. Hui. Okay, zwischen Folgen. Ja. Nur um besser auf dieses Licht auf deiner Stirn zielen zu können. Ach so, okay, da wurde mir ganz warm um den unteren Körperbereich. Rainer hat hier drüben mal die Tür aufgemacht, da kam ein bisschen was raus, aber wir machen hier weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben und gehen hier direkt mal weiter. Und da ist ein Turm und den müssen wir jetzt natürlich finden. Und hier drin können wir keine... Nein, die musst du vorher starten, wenn du starten musst. Da ist eine Sentry Gun irgendwie, aber die finden wir auch garantiert. Und wenn sie uns erschießt. Ich kann ja mal reinrennen. Die ist über uns. Hier. Pass auf, die machen wir jetzt außer Gefecht. Zurück. Einfach mal kurz zu sprengen, eine kleine C4 dran und dann ist es erledigt. Inklusive Tür wahrscheinlich. Jawohl. So. Gehen wir mal gucken. Noch eine oder war es das? Sieht gut aus. Willst du mal ein bisschen Bum-Bum haben? Muss das? Nö, muss nicht. Die können wir auch leer machen. Macht nix. Da ist Fenster davor. Deswegen okay, hat das hier ist Bum-Bum. Ein Aufzug. Pass auf, den lassen wir mal. Ja, das die war's. Aber jetzt irgendwie. Was? Hartnäckig? Das ist. Nee, die war. Die hat nichts getan. Das ist Empyreon. So. Manchmal brauchen die irgendwie Ewigkeiten, bis sie was machen. Und dann machen sie was. Und dann machen sie aber sehr viel. So. Hallo? So, ist er schon weg? Ja. Uiuiui. Das war ja klar. Ich muss nachladen. Ja, alles gut. So. Das Ding muss auch weg. So. Ich glaube, hier geht's runter. Ja. Guck mal kurz. Ah, guck mal. Hier liegt noch eine Drohne. Machen wir die mal leer. So. Was denn? Ja, okay, alles gut. So. Wo sprengt er denn jetzt was? Ach, da. Die Tür. Okay, aber da gehen wir noch nicht runter. Natürlich gehen wir da runter. Nein, da gehen wir noch nicht runter. Da müssen wir runter. Ja, das mag ja sein. Jetzt warte doch mal. Wir haben doch auf der anderen Seite. Ja, aber wir haben doch auf der anderen Seite auch noch was. Ist der echt hier runter? Ja, logisch. Ich kann dir sagen, wo wir wieder sind. Ja, wir sind von oben wieder nach unten gekommen, genau. So. Ganz genau. Okay. So. Okay. Das heißt, wir gucken uns jetzt noch die andere Seite an. Und ja, ich bin da sehr akribisch. Ja, ja, ist ja auch in Ordnung. Ich nicht so, aber ich will normalerweise nur so schnell wie möglich zum Kernraum kommen. Ja, dann ist alles aus. Waren wir hier schon drin? Hier sind Nachrichten. Message System. Okay, ich schalte mal auf dich, weil ich sehe die nicht. Was? Nee, die sehe ich nicht. Nee. Was? Ist dein Ernst, oder? Doch, da steht. Guck in den Stream. Hier, bei mir. Ich sehe nichts. Der Wahnsinn. So, okay, ich schalte mal auf dich. Ich weiß nicht, warum du die nicht siehst, ne? Hier steht Log 217, we've been overrun, we've infected following the initial case observed in refugees recovered by und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Also ein Haufen Log-Nachrichten, die wohl besagen, dass dieses Ding hier völlig
überlaufen wurde, überrannt wurde von diesen infizierten Viechern, die wir hier schon die ganze Zeit abballern. Ja. Gehen wir mal weiter gucken. Wo bist du jetzt? Ich habe hier mal kurz noch ein paar Schränke leer gemacht. Hier sind noch. Ja. Oh, nice. So. Gut. Gut, okay. No, das ist so Krankenstation, oh. Da kann man, da findet man immer noch was, was Leckeres. Medizin, ja. Mhm. Habe ich was übersehen? Ja, hattest du. Oh, okay. Das ist jetzt doof. Oh. Und unter anderem hast du auch das Plasma übersehen, was wir brauchen. Okay. Bauen. So, hier wollen wir dann ja auch noch holen. Warte. So. Jetzt geht es erstmal hier auf der anderen Seite weiter. So. Boah, du bist schlimmer als so ein Rudel so. Von. Flöhen? Ja, die so typischen Rudelflöhe. Ja, die Rudel. Warte mal. Nee, nein, das ist. Nein, nein, das ist der Bereich, wo wir gerade lang gelaufen sind. Wir müssen auf die andere Seite. So. Du? Nein, weil du ja unbedingt runter wolltest. Ich dachte, du hast die Orientierung. Ja, nee, und hier ist die Station, das ist richtig. So. Also die Heilstation. So. Und jetzt? Jetzt gehen wir wieder hier runter. So. Genau. Nee. Wenn ich hier nicht überall hängen bleibe. Dann gehen wir jetzt wieder hier entlang. Dann geht's jetzt hier runter. Da, und jetzt vorhin, geht's ins. Da, wo ich vorhin schon runter wollte. So. Ja, aber guck doch mal, wie. Verlüpfe, da hätte eigentlich auf sowas vorbereitet sein sollen. Ich bin am Nachladen. Ich bin am Hüpfen. Wichtigste Eigenschaft. So. Ja, es wird ja schon besser. Ja, ich habe natürlich wieder irgendwelche blöden Parasiten von diesen Viechern. Achtung, da kommen gleich noch. Ich hasse die Teile. Ja, vor allem die kleinen, ne? Ja. So. Okay, wie sieht's da unten aus? Jetzt ist Ruhe, aber irgendwas ist noch irgendwo, ja. Kommt irgendwo auf uns zu. Warte mal eine Sekunde, komme ich ans Schiff? Ich komme ans Schiff, was brauche ich denn, um das loszuwerden wieder? Trauma-Kit oder antibiotische Injektion? Das haben wir alles. Sehr schön, immerhin. Hast du noch einen entdeckt, ja? Ja, ja. So, und dann mal nachladen, ist ganz wichtig, und mal ein bisschen heilen. Okay, hier unten steppt halt auch der Bär. Ja, ich hör's. Und noch was essen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich es wirklich brauche, aber ist egal. Oh, ich könnte auch mal was essen. Ja. Noch das Ding hier und ja, super, sieht gut aus. Okay. Oh, dann. Er hat sich Sauerstoff geholt. Warte, den sollte ich vielleicht auch mal machen. Ja, ich habe welchen gefunden. Ja. Ich habe meinen vorhin abgelegt. Schade, dass man nicht einfach so eine O2-Flasche in sich reinkippen kann. Ja, die sind ein bisschen groß, ja. Wenn ich damit grillen kann, kann ich mir das auch an den Anzug stöpseln. So. Melmark, Friendly Fire ginge ist glaube ich einschaltbar. Ich glaube nicht. So. Oder? PvP gibt's auf jeden genau. Fall. Also PvP ist einschaltbar. So, das ist jetzt einfach die andere Seite. Wo bist du denn? Runtergefallen. So. So. Ja, das heißt, wir müssen hier lang. Jawohl. Achtung, hier geht ein Loch runter. Ja. Ja, da müssen wir auch runter. Da drüben geht's nicht weiter. Und dann C nach unten. Und hier ist natürlich wieder Polen offen. Ich einfach nicht treffe. Ja, Dito.
Ach, du Schande, du bist schon wieder völlig eingesaut mit irgendwelchem Giftzeug. Ey, Mann, Detox-Kit. Also ich find's tatsächlich ganz gut, weil so sieht mein Spiel tatsächlich mal gar nicht so unprofessionell aus. So, lass uns mal hier runtergehen, bevor wir da unten durchkrabbeln. Mich würde mal interessieren, Oh, hallo? Nein, nein. Nein. Ja, hier ist ein Haufen Viehzeug. Nein, das ist halt direkt auf und unter mir gespawnt. Wenn ich mich nicht irre, geht's irgendwo rechts rein dann. So. Und zwar, also nicht hier, das ist die Ecke. Aber irgendwo muss es jetzt. Nachladen? Boah, pass auf, das ist mehr als einer. Ja, ja. Muss ich jetzt auf dem Run machen? Ja. Vor allem Run. Ja, und natürlich immer schön die Zähnchen einstecken, die brauchen wir für Spritzen. Das überlasse ich dir. So, für den guten Frankfurter Applaus. Langsam, langsam, langsam. Nachladen. So. Und hier geht's dann rechts rein. Ja, genau das meinte ich. So. Und da wird's nochmal lustig. Okay. Also ich habe nachgeladen, mir geht's gut, ich habe Sauerstoff, ich ess mal noch ein Sandwich. Schadet bestimmt nicht. Ein Bandäschchen und mal eine Energiepille reinwerfen. Die nichts getan hat. So. Ja, wenn du sie nicht... So. Gut. Wieso habe ich den Schaden? Ich habe doch gerade eine Bandage genommen. Langsam, bleib hinten. Oh, zurück, geh raus. Immer also, rückwärts laufen. Nicht alles einfach abschließen von mir. Da ist ja nichts mehr übrig. Ich lass dir ganz, ganz oft ordentlich was über. Overseer. Okay. Oh, guck mal, da ist ein Schalter. Soll ich mal schalten? Gibt ja keinen Zwang. Naja, gut. So. Das war's. Das wird gleich lustig. Ich hab sie gehört. Du hast irgendwo was aufgemacht. Oh, hi! Keine Ahnung, wo der herkam. Sag mal, Spawner habe ich auf dem Boden auch noch keine gesehen. Nein, weil das keine Zirax-Spawner sind. Die siehst du nicht. So. Okay, so, dann gehen wir mal hier weiter. Also so eine Schrotflinte sollte doch so ein Teil. Wenn du triffst, ja. Aber dafür benutze ich doch eine Schrotflinte. Da ist noch was. Okay. So. Schön die Dornen einsammeln. Seh nichts mehr. So. Ich müsste mal das ganze Fleisch in den Kühlschrank packen. Tu das. Okay, passt du auf mich auf? Ja, mach ich. Gut, Kühlschrank-Input. Das Xenosubstrat. Geht hier rein, du gehst hier rein. Dich essen wir. Dich packen wir hier rein. Struktur-Input. Okay, Judy, Sven ist soweit. Ja, warte mal eine Sekunde. Gut. Dann lade ich mal nach. Ich nehme das Zeug auch reinlegen. Mhm.
Ich möchte erwähnen, dass es hier nicht weitergeht. This is the end. Dann müssen wir auf die andere Seite wahrscheinlich. Dear old friend, the end. Bist du hinter mir? Ja. Das heißt, jetzt müssen wir uns dann durch ducken. Durch. Irgendwo muss es weitergehen. Ja, da wo wir jetzt wieder hin zurücklaufen. Jetzt erstmal den Skorpionplatt da vorne. Jawohl. So. Du bist übrigens mittlerweile Level 20, möchte ich erwähnen. Jupp. Ich habe schon ein paar Sachen gelernt jetzt, zwischendurch mal. Hier geht's weiter. Oh, hallo. Warte mal, Sekunde. Na, Shit-Verbrennung. Oh, der trifft mich ja immer noch. Ja, geh doch einfach mal um die Ecke. So. Wo ist denn der überhaupt? Ich sehe den. Ah, da oben. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Ah, ich muss was gegen die Verbrennung machen. Das ist antibiotische Salbe. Kühlschrank, antibiotische. Warum packst du Sachen einfach in den Output? Reine Gewohnheit, bei mir gibt's keinen Output oder Input, bei mir gibt's nur Kühlschrank. So, bitte entschuldige. Antibiotische Salbe. Musst du später so. Sortieren, nicht jetzt, später. So, das habe ich gerade eben nebenher gemacht, damit das Fleisch, du weißt schon, die guten Skorpionsteaks nicht schlecht werden. Drüben. Also hier rennt noch eine Menge Zeug rum. Ja, ja, hier rennt überall Zeug rum. Ich weiß nicht, womit du gerade beschäftigt bist. Mit Schießen. Von da hinten kommen sie ja auch, ne? Mein Leben ist, Ja, wir haben eben von rechts Beschuss bekommen. Den habe ich dann alle gemacht. Okay. Mein Leben hat's auch ein bisschen erwischt. Ein bisschen? Ich war kurz vor... Oh, ich falle um. Das sind die Situationen, wo man dann aufpassen muss. Schreibt er immer unter, also in die Kommentare. Ah, genau. Gehen wir mal erstmal hinter. Da. So. Achtung. Inklusive Steine. Elende Viecher, Alter, wie ich die hasse. Ja, mir geht's halt immer eiskalten Rücken runter und ich bin halt nicht arachnophob oder so. Bei dem Geschrei meinst du? Ja, genau. Geh du mal an den Alien-Container, damit du das Zeug mal rausnimmst. Ja. Ja, ist es nicht die Welt, aber ist okay. Ja, kann man mal so. Ne, kann man mal machen. So. Pass auf, es könnte sein, dass irgendwo. So. Bist du? Hier geht's doch irgendwo rein. Ja, genau. Hier. Ja, genau. Da oben. Lock and loaded. Das ist natürlich blöd. So. Die Frage ist, aua, war die Strahlung. Ich sehe nicht. Strahlung, Antistrahlungspillen. Hab ihn. Gut, prima. Ich brauch mal. Und kontrolliere deine Strahlung, ne? Ich hab 0,4 Rad. Ja, super. Ich hatte eben über 1. Jetzt habe ich das hier. Ich brauche irgendwas. Also, warte. Gegen... Ja, genau. Die obere kleine Zahl war das, was ich im Körper habe, ne? Was? Die große Zahl links ist die. Ist das steht doch. Wenn du Tab drückst, steht doch da unten Strahlung im Körper. Ja, 0,4. Ja, richtig. Ja. So. So. Oh. Dann musst du warten, bis ich meine Schrotflinte gezogen habe. Ich hab gar nichts gemacht, der kam und geht. Ja, ja. Nein, ich meine doch nicht dich, ich meine den Typen.
Ach so. Ja. Ich rede doch nicht mit dir. Ach so, ja, stimmt ja. Würde ich ja nie tun. Du redest nicht mit deinem Commander. Nö. Ich befolge nur seine Anweisungen und sage ihm, ey, okay, das ist schon sehr Alien-esque, muss man einfach mal sagen. Boah, ich freue mich auf Alien Romulus. Ich freue mich sehr auf Alien Romulus. Bist du bei mir? Ich bleib hier hängen. Ja, alles gut. Da ist noch ein Turm. Da ist noch ganz viel Zeug. Autsch! Auf die Entfernung macht er doch fast keinen Schaden. Okay, ich kann nicht näher. Okay, Spiel. Raketenwerfer irgendwas. Ja. Ich habe Bluten, Bruch und ich blute. Sehr schön. Super. Blödes Vieh. Der hat gerade um die Ecke auf mich geschossen. Ja, der hat auf mich geschossen. Du hast nur noch was abbekommen. Au! Jetzt habe ich schon wieder Strahlung. Ich muss mal ganz kurz ein paar Meter zurück, damit ich Verbindung habe zum Schiff. So, das dabei passe ich mal hier auf. Ja, das machen wir schon fertig, alles gut. Das kriegen wir schon. Schön aufpassen. Dieses blöde Ding da oben feuert ganz schön gemein um die Ecke. Ich würde es halt gerne sehen, ich sehe es nur nicht. Der hat noch 48 HP, also der ist fast fertig. Ich sehe ihn halt nicht. Boing. Okay, ich habe ihn halt einfach nicht gesehen. Wie, du hast den Block nicht gesehen? Nein, ich habe den Block einfach nicht gesehen. Also. Das Geschütz. Ich kann dir nur raten, drück N und schalt strukturelle Integrität an. Das ist besser als ein Nachtsichtgerät. Kannst du mal ganz kurz spaßhalber zu mir auf meinen Screen schalten, damit die Leute sehen, wie ich hier reingehe? Okay. Man könnte auch das Nachtsichtgerät benutzen. Aber ich liebe das. Das ist deutlich heller als das Nachtsichtgerät. Okay, aber das mache ich mal wieder aus. So. Das ist ja. So, hier müssen wir durch. Bist du sicher, müssen wir nicht zuerst geradeaus? Wahrscheinlich ist da hinten irgendwo ein Schalter oder irgendwas. Okay. Vermute ich mal. Ich lade mal kurz nach. Wir kriegen gerade Ärger. Ja, welchen Ärger? Warte mal bitte. Ich muss zurück zum Schiff. Also, in Reichweite. Bist du schon wieder kaputt? Gestrahlt. Ich strahle. Ich strahle wie ein Verrückt. Ich bin der Strahlemann. Der Strahlemann, der strahlen kann. Die Umgebung hat mich Lebst du noch? Nein. Nicht dein Ernst, oder? Doch. Doch, das war mein Ernst. Okay, ich warte mal hier unten, bis du wieder kommst. Da kommt, glaube ich, einer mit. Mit Flammenwerfer oder so. Die Bounty, ja. Da will ich spawnen. Uiuiuiuiui. Ja, ist ganz schön lustig hier. Ja. Geht schon ganz schön die Post ab. So, hier mal schön den Sauerstoff aus dem Schiff raus nuckeln, was essen, Burger und ein Früchtekuchen, nee. Den Sack da. So. Ich hab ihn erwischt. Okay. So. Komme. Da ist dein Rucksack. So. Aber ich mach mal noch ein bisschen Strahlungsmedizin. Ja. Ach, das Schöne ist, ich bin nicht mehr verstrahlt. Ja. Hat so den Vorteil, ja? Ja.
So, machst du mal hier ein paar Strahlungspillen und ein bisschen okay. Antistrahlungs... Weil du brauchst bei der Verstrahlung meistens beides, ne? Die Strahlungspille, wie war das? Die Pille macht die Verstrahlung weg, also die Krankheit. Und die Salbe senkt... Nee, die Salbe macht die Krankheit weg und die Pille senkt den Strahlungslevel. Deswegen brauchst du beides. Okay. Jetzt muss ich mal gucken, wo es hier reingeht. Ich habe dich gerade gehört. Ja, ist gut. Da geht's jetzt rein, genau. Sauerstoff noch. Haben wir eigentlich... So, ich hol mal meinen Rucksack. Nö, haben wir nicht. Wer sein kann. So. Den hat er natürlich auch nicht leer gemacht. Der hatte seine Kreditkarte dabei. Du hast sie nicht mitgenommen. Wieso sollte ich? Der muss für die Krankenhauskosten aufkommen. Hier geht Schalter, ne? Ja, bei mir ist auch ein Schalter. Okay, ich schalte aber mal. Aber warte mal, bevor du schaltest. Okay, hier ist eine. Was? Der war in der Ecke gestanden. Genau, hier ist eine Tür, die nicht erlaubt ist und da unten ist noch ein Container drin. Ja, Tür nicht erlaubt, geht immer. Okay. Okay, jetzt ist erlaubt. So, was ist erweitertes Systemkit und ein Radioisotope-Generator. Ein von Polaris hergestellter thermoelektrischer Radioisotop-Generator erzeugt eine konstante Leistung bis zu 2 kW ohne Kraftstoff zu verbrauchen. Nice. Bei mehr als 2 kW wird Promethium-Brennstoff zur 500 Watt zusätzlich verbraucht. Ja, schön. Einfach aufstellen, fertig, ne? Ja. Okay. Dann das können wir jetzt die Schalter betätigen, wenn du willst. Ist auf deiner also Seite auch noch einer? Meinen hatte ich schon betätigt. Ach so, na gut, dann mache ich den jetzt auch. Komm mal hierher, hier wird's gerade lustig. Hab ihn. Gut. Wir haben ihn. Na, er ist auf dich zugelaufen und hat gesagt, komm mal her, Schätzelein. So. Ach, der hatte auch nur Xenosubstrat, da war nichts Tolles drin. Darfst den dicken Maluten hier? Ja, hab ich auch direkt gemacht. Okay, 2 Gänge. Achtung, von links kommt was. Komm mal hier rein. Oh! Ui. Okay. Aber ich muss erst nachladen, shit. Okay, ich glaube, die haben wir langsam, alle. Langsam. Achtung, da kommt einer. Flammenwerfer-Typ. Ja, die sind gemein. Ich hoffe, du hast immer ein bisschen was zu trinken dabei. Wasser. Nein. Du solltest immer Wasser dabei haben, weil in dem Moment, wo der Flammenwerfer-Typ dich erwischt, brauchst du Wasser. Um dein Verbrennen zu löschen. So, du wolltest da hinten noch wo rein? Ja, komm mal mit, genau. Ich wollte nur gerade die looten, bevor sie verschwinden, weil Xenosubstrat und so. Hier geht's übrigens durch. Ja. So. Okay. Also da könnten wir auch nochmal eine Sprengladung ranmachen, keine Ahnung. Nee, okay. Nee, das ist zu viel. Okay, ja, dann gehen wir hier lang. Hier noch einen gesehen. Geht's dir schon wieder schlecht? Ja, es geht. Ist alles im Rahmen. Warum nicht der Dirge? Wo bist du denn? Hallo? Ich hab versucht, durch die Lücke zu schießen. Keine Chance. Ist da ein Turm?
Nö. So, und jetzt machen wir mal hier alles leer. Vielleicht finden wir ja NPCs. Ich habe erstmal den Flammenwerfer-Typ da drüben noch platt gemacht. Das ist nett von dir. Ich habe meine Munition verloren. Wir haben einen NPC gefunden. Wieso habe ich meine Munition verloren? Ich habe keine Munition mehr. Das weiß ich nicht. Was brauchst du für Munition? Gewehrmunition. Wo zum Geier ablegen. Ist... Hier, bitte. Ich frage mich, wo die hin ist. Weiß ich auch nicht. Also aufgebraucht? Nee, ich hatte doch keine Ahnung. Über 1000 Schuss. Habe ich die irgendwo verloren unterwegs oder was? Ich esse das mal. Ich komme nicht ans Schiff. Du musst hier weiter looten. Hä? Ich komme nicht ans Schiff ran. Du musst hier weiter looten. Ab hier. Wieso muss ich da weiter looten? Weil du voll bist, oder? Ja, genau. Ich bin voll und komme nicht ans Schiff. So, ich komme auch nicht ans Schiff. Ja, aber du bist nicht voll. Woher willst du das wissen? Das weiß ich. Ich habe keine Ahnung, was hier für Getränke rumstehen. Ja, ich kann hier tatsächlich nichts mehr aufnehmen. Ja, alles gut, mach ich. So. Isolationsbooster. Das kann ich noch aufnehmen. Bla, da oben ist noch. Oh, Oxygen. Oh. Hier ist Wasser und Oxygen drin, also in den Tanks. Hacking Software haben wir gefunden. Okay, sehr schön. Mhm. Ach, hier war noch ein. Ach, da war noch ein Dings dabei. Mhm. Warte mal, lass mal da drüben gucken. Spotify. Hacking Software habe ich auch noch. Ah, schön. Für Spam. Keine Ahnung, wofür das gut ist. Es steht nur drauf, es ist illegal. Ja, das kannst du einsetzen, wenn du zum Beispiel Satelliten hackst. Ach oder so. Konsolen hackst. So, kannst du das tatsächlich alternativ kannst du es auch an Questgeber verkaufen. Okay. Es gibt ab und zu ein paar Questgeber, die wollen eine Hacking-Software. Mhm. Wobei sie meistens, also ich habe jetzt Fortify gefunden, du hast Spam gefunden, es gibt noch Overclock. Mhm. Also übertakten auf gut Deutsch. Okay. Hast du die Dings hier hinten auch noch leer gemacht? Sollte alles leer sein jetzt. Nee, hier ist noch gereinigtes Wasser. Weißt du was? Ich lasse die Eisblöcke da und nehme dafür das gereinigte Wasser mit. So. Wo sind Eisblöcke? So, hier ist noch eine Wasserstoffflasche. Was? So. Also auf der rechten Seite war ich überhaupt nicht. So, genau. Weil da oben sind Dinge drin. So. Machen wir die Dinge mal noch. Ja, Leute. Und ob wir schnell nochmal einen Weg zurückgehen, um unsere Inventories leer zu machen, das erfahrt ihr wahrscheinlich nicht in der nächsten Folge, weil wir werden das zwischen den Folgen machen. Also bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao, Rainer. Tschüss.